Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers Reveal the Shield, Battle in Space, Double Pack, Rodimus und Cyclonus. Ja, ich war echt froh und auch erstaunt, dass ich dieses Pack heute beim Müller gefunden habe, da die Reveal the Shield Line eigentlich schon längst ausgelaufen ist. Trotzdem, ich bin mega begeistert. Die Figuren sehen ziemlich geil aus, hier im Comic-Look gehalten. Beide Figuren sind schon einzeln erhältlich gewesen, nur hier in diesem Double-Pack sind sie mehr an den Cartoon quasi angeglichen worden, das heißt, die Farben sind deutlich abgeändert worden. Cyclonus ist hier in einem sehr grellen Lila gehalten, in zwei verschiedenen Lila-Tönen. Einmal ein richtig starkes Lila von der Farbe, vom Kontrast her, und einmal ein sehr mattes an den Schultern. Dazu aber später mehr. Dann ist hier noch sein Targetmaster mit dabei. Dieser Targetmaster ist im Gegensatz zu der normalen Version mit silbernen Komponenten ausgestattet, was ich auch sehr cool finde. Eine Matrix of Leadership, komplett aus Metall. Und hier natürlich noch die, das Projektil von Rodimus, seiner Waffe. Rodimus selbst ist auch in einer, in einer Cartoon-Version quasi hier drin. Das heißt, die Farben sind alle sehr Cartoon-ähnlich abgeändert worden. Meistens grau anstatt silber und auch die Farben an sich sind sehr matt. Trotzdem ziemlich cool. Und wie ihr hier im Hintergrund seht, liegt das Comic hierbei, was natürlich auch hier vorne angepriesen ist und mit dabei ist. Ja, sogar auf Deutsch. Multilingual, das heißt, eine Sprechblase hat drei verschiedene Sprachen. Dieses Set hat das Level 3, was eigentlich ja völlig in Ordnung ist für zwei Deluxe-Class-Figuren. Ich zeige euch nochmal die Rückseite. Ihr seht hier einmal Cyclonus in Roboterform und einmal in Jetform. Hier natürlich auch in diesem schönen Lina, was quasi an die Original G1-Version erinnert. Ziemlich cool. Die Einzelfigur ist eher in Richtung dunkel-lila gehalten. Was ich sehr lustig finde ist, der Targetmaster ist einfach abgeändert worden, oder besagt nur halb verwandelt worden. Hier oben sehen wir sein Gesicht. Und die Beine sind einfach, anstatt hier oben rumgeklappt, weil es dann so bullig aussieht, haben die Entwickler einfach hier entschieden, okay, wir lassen die Beine einfach hinten gerade, wir klappen einfach nur hinten das Rohr nach oben und stecken ihn oben drauf. Naja, gut, okay, jedem das seine. Ja, natürlich hat jeder von beiden das Reveal the Shield. Beim Rubbeln wird halt freigegeben, welcher Fraktion er angehört. Und natürlich auch hier nochmal Rodimus im Fahrzeugmodus und im Robotermodus. Auch hier mit der ausklappbaren Kreissäge und seiner Waffe. An der Seite hier einmal Cyclonus mit Decepticon-Logo, weil hier auf der Seite Cyclonus ist. Und hier auf der Seite einmal das Autobot-Logo mit Rodimus. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der ausgepackten Version. Dazu gleich mehr. So, und da sind die Figuren auch hier ausgepackt. Ja, kommen wir aber, bevor wir zu den Figuren kommen, erst einmal zu dem, was mit dabei ist. Einmal schön zusammengeklappt, einmal die Zusammenbau-Umbau-Anleitung für Rodimus und auf der anderen Seite einmal für Cyclonus. Ist eigentlich das gleiche Pendant zu der Version aus den Einzelpackungen. Und einmal hier dieses schöne Comic, was quasi einmal die ganzen Charaktere aus der Generations Line quasi widerspiegelt. Wir sehen einmal hier Scourge und Cyclonus hier oben. Die Dinobots kommen auch drin vor, was auch ziemlich cool ist. Yes, Swoop hängt verkehrt rum an der Decke, auch sehr schön. Wheelie, Cup, sind alle mit dabei. Es ist ziemlich cool, das sind die ganzen Wreckers. Raw Pass ist auch mit dabei, hier in der Originalversion, wie er im Spiel ist. Hier die Frenzy, Hook. Hier oben Devastator, sind alle mit drin, auch Galvatron ist mit dabei. Ziemlich cool, Optimus Prime und Jazz hier unten. Also ist auf jeden Fall ein Hingucker wert. Und was auch cool ist natürlich,
Hier ist Scourge auch in der Originalform, wie er quasi in dieser Toyline auch vorhanden war. Hier haben wir einmal den, den Ultra Magnus, der quasi die Matrix Leadership hier in dem Moment verliert. Also es ist wirklich alles drin, es ist einfach nur geil. Es ist quasi hier auch, ja, Cup ist mit dabei, Wheelie ist mit dabei, wie gesagt, alle sind mit dabei. Sehr schön gezeichnet, wenn auch ein bisschen abstrakt in manchen Hinsichten. Wie gesagt, mir gefällt das Comic. Man sieht allerdings hier unten von der Zeichenart her, es erinnert sehr stark an, an die Animated Line. Auch hier oben die Köpfe von der Zeichnung her. Trotzdem sehr cool, auf jeden Fall. Gefällt mir, dass sie es mit dabei gepackt haben. Eigentlich für Deutschland sehr untypisch. Kommen wir jetzt aber mal einfach zu der Figur. Wir fangen am besten jetzt einmal mit Cyclonus an. Wir stellen dazu einfach mal Rodimus nach hinten, die Matrix ebenso, und zeigen einmal hier im Vergleich erstmal Cyclonus. Hier sehen wir jetzt den Unterschied der Figuren. Ich zoome dazu einfach mal näher ran. Man sieht hier deutlich die Unterschiede der Farbgebung gegenüber der Einzelversion und dem Double Pack. Hier ist zum Beispiel auch sehr schön zu sehen, dass zum Beispiel hier einmal das Decepticon-Logo drauf ist und hier haben wir diesen Reveal the Shield-Sticker, der dann quasi durch Hitze, wenn man ein wenig drauf rumreibt, hier, mal gucken, ob man es gleich sieht, ja, das Decepticon-Logo quasi freilegt. Und es verschwindet dann natürlich auch wieder, wenn es dann wieder kalt wird. Sehr großer Sticker auf sehr kleinem Feld. Man sieht quasi, es ist absolut identisch. Nur wie gesagt, ein bisschen groß der Sticker. Hätte vielleicht ein bisschen kleiner sein können. Dadurch sehe ich das Risiko, dass er irgendwann abfällt. Trotzdem sehr cool. Ich will mal den Karton wegmachen, sonst spielt der Autofokus verrückt. Man sieht hier sehr schön einmal das Gesicht. Beide Versionen sind so ziemlich gleich. Nur die Details von der Färbung her ist ein wenig anders. Man sieht hier deutlich, das Gesicht von dem einzelnen Scourge ist einfach nur im hellen Plastik gehalten. Dadurch gehen die Details im Gesicht so ein bisschen unter. Und hier ist es in Silber gehalten. Hier sieht man es natürlich dann deutlich besser. Die Augen leuchten bei beiden hier im schönen Dunkeln, dann natürlich in Rot. Bei der Version hier habe ich das Gefühl, ist die Lightpipe-Version besser als bei ihm. Und ansonsten, man sieht auch die Schultern. Hier sind sie in Grau. Hier sind sie im gleichen Plastik gehalten wie die Figur an sich. Finde ich, ist in dieser Version deutlich besser. Allerdings ist die Farbe in dieser Version hier sehr viel kräftiger. Oben die Details in den Flügeln fehlen leider ein wenig. Auch hier oben die Flügel an sich. Hier sind sie komplett lila. Hier sind sie grau-rot. Die Hände sind, ja, bis auf die Farbe eigentlich so ziemlich gleich. Man sieht auch hier an den Armen fehlen die Details. Der Brustkorb ist ja so ziemlich gleich, wie gesagt, andere Färbung. Hier hat man natürlich diesen roten Entlüfter des Roboters, haben sie natürlich hier eingefärbt. Hier ist es nicht so. Ansonsten die Gelenke hier außen für die Flügel haben die gleichen Farben. Die Knie sind in dieser Version hier silberrot, hier sind sie einfarbig. Und unten die Füße natürlich. Der Rücken an sich ist ja so ziemlich gleich, nur wie gesagt, die Färbung ist ein bisschen anders. Bei beiden ist aber das gleiche durchsichtige Rot verwendet worden und auch hinten die Füße sind gleich. Ja, wie gesagt, gefällt mir ansonsten sehr. Was man jetzt bei dieser Version des Double Packs nicht auf dem Video sehr gut sehen kann, ich versuche es euch aber allerdings mal zu zeigen. Es ist schwer zu sehen, aber ja, ein bisschen kann man es erkennen. Dieses Lila ist auf jeden Fall deutlich kräftiger als hier oben das Lila. Das oben ist ein wenig mehr ins Grau gehend. Und so ist es an sich überall an der Figur. Man sieht es hier deutlich kräftiger, hier ein bisschen schwächer. Und auch hier unten am Fuß. Gerade hier sieht man es eigentlich sehr schön. Dunkellila und hier so ein Graulila. Ziemlich cool gemacht, finde ich. Kommt dadurch eigentlich sehr gut rüber, finde ich. Ja, so, kommen wir jetzt einfach mal zu den Target Masters. Die Target Masters sind in der Version, so wie sie hier geliefert werden, quasi beinahe identisch. Das sind einmal diese zwei. Hier sieht man in der Originalversion, in der Originalversion ist hier dunkel
lila und die Schultern sind grau. Und das Rohr an sich ist auch im Dunkellila gehalten und die Füße sind in so einer Art Silber. Und unten natürlich das Hüftgelenk ist auch in dem Silber gehalten. Das, ups, jetzt fällt mir die Figur runter. So, das Kanonenrohr ist komplett einheitlich lila, eigentlich sehr, ja, simpel. Das Gesicht ist gegenüber der anderen Version absolut identisch. Ach, Autofokus spinnt. So, man sieht es hier, Gold mit roten Augen. Und hier in dieser Version ist es genauso, absolut identisch. Was hier anders ist, die Beine sind in einem grellen Silber gehalten. Und hier hinten dieses Rohr ist in zwei verschiedenen Farben. Was ich sehr geil finde. Man sieht es hier, die Unterschiede. Die neue Version gefällt mir deutlich besser. Auch im Kanonenmodus her gefällt mir die Version deutlich besser. Ich verwandle sie mal kurz. Einmal so herum. Einmal hier dran klappen. Und jetzt bei der anderen Version ebenso. Die Beine rum. Kanonenrohr rum. Und die Beine einmal rum. So, und schon sehen wir den Unterschied im Kanonenmodus. Ihr seht deutlich, die Double Pack Version sieht deutlich mehr wie eine Kanone aus und an sich, ja, ich weiß nicht, dadurch, dass sie natürlich hier zum Beispiel das Rohr mit in verschiedenen Farben herausgebracht haben, gefällt mir die Figur an sich, sie macht deutlich mehr her. Es ist geil, es ist einfach nur geil. Und hier, man sieht es auch hier unten, die Details wirken in Silber deutlich mehr. Also, wie gesagt, der Target Master des Double Packs ist deutlich schöner. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Figuren an sich. Damit das Review natürlich auch nicht ewig in die Länge gezogen wird. Wie gesagt, der Target Master kann natürlich hier schön in die Hand gegeben werden. Was ich an dieser Figur nur sehr stark bemängel, muss ich ganz ehrlich sagen, der Target Master hält in dieser Version hier absolut nicht. Das heißt, man hat wirklich hier, selbst wenn es reinsteckt, das Gefühl, als wenn die zu lose drin ist, die Figur. Das heißt, man muss richtig fest die Waffe reindrücken, damit sie hält. Ansonsten fällt sie immer wieder raus. So, wie gesagt, das ist einmal Cyclonus. Und jetzt kommen wir einfach mal zum Robotermodus von Rodimus. Rodimus ist hier, wie gesagt, in einem, ja, Zeichentrickstil gehalten. Das heißt, ihr seht hier selbst, alles in einem Grau. Die Säge ist standardmäßig ausgeklappt, die könnt ihr reinklappen. Was ich an diesen grauen Komponenten stark bemängel, ist, dieser Lack ist in, ist nur drauf gemalt. Das heißt, der Arm ist nicht komplett durchgängig grau als Guss. Das heißt, er ist einfach nur übergesprayt worden. Nachteil davon, es ist ein sehr mattes, ein sehr matter Lack. Und unten drunter ist die Hand gelb. Ich habe die Figur ausgepackt und habe es gleich gesehen, dass dieser Lack sehr schnell abblättert. Also wirklich sehr, sehr schlecht. Hier empfehle ich, wie auch im anderen Review schon gesagt, Autolack. Matten Autolack benutzen, um den quasi die Hände drüber zu sprühen. Das werde ich auch bald nochmal machen. Ich werde die Figur komplett auseinandernehmen, drüber sprühen. Im Nachhinein sieht man keinen Unterschied mehr zu dem Original, bis auf, dass der Lack nicht mehr abblättert. Die Farbe ist absolut identisch. Guckt einfach mal bei Obi. Bei Obi gibt es diesen Autolack in einer ziemlich großen Dose. Circa, ja, fast 1 Liter Flaschen groß. Und insgesamt ist dort eine Sprühmenge drin von, ja, es reicht ewig. Also, ich kann es nicht genau sagen. Ich könnte jetzt theoretisch einen kompletten Umzugskarton damit besprühen. Die Farbe wäre, also die Flasche wäre noch halb voll. Kostet 6 Euro in etwa. So viel mal dazu. So, aber zurück zu der Figur. Die Figur, wie gesagt, ist in diesem Zeichentrickstil gehalten. Man sieht hier, die Räder sind in einem Grau gehalten. Auch die Scheiben hinten sind in einem Babyblau gehalten. Auch hier nur leicht aufgesprüht. Das heißt, man sieht hier schon ein bisschen Platz, der Lack schon weg. Obwohl ich noch nichts groß gemacht habe. Auch hier diese Rückenflügel sind in einem eierschalenartigen Gelb quasi besprüht, so ein Dottergelb. Problem ist, auch hier, es ist aufgesprüht und die Farbe platzt sehr schnell ab. Deswegen bitte hier vorsichtig sein, ich sag's gleich, ihr werdet euch zu Tode ärgern. Wenn, wie ich schon gesagt habe, lackiert's über.
Auch Rolimus wird hier geliefert mit diesem Reveal the Shield-Symbol. Wenn ihr hier drüber geht, ihr seht selbst, das Autobot-Symbol kommt zutage. Umso länger ihr natürlich reibt, umso mehr verfärbt sich. Ja, der Kopf an sich ist drehbar bei der Figur, komplett um 360 Grad. Die Ellenbogen sind anwinkelbar und die Schultern komplett drehbar, was ich sehr schön finde. Die Waffe kommt hier nicht mit einem durchsichtigen Flammenauswurf als Projektil, sondern hier in einem Babyblau, was ich sehr schade finde, denn auch hier platzt die Farbe sehr schnell ab. Was ich aber cool finde, ist, dass die Kanone sich eigentlich egal wie rum gut befestigen lässt und dadurch natürlich auch der Flammenausstoß ziemlich gut rübergebracht wird. Ja, die Figur an sich ist im Fahrzeug sowie im Robotermodus ziemlich nice gemacht. Ihr seht hier vorne einmal von Details ja auch das Flammensymbol, was Rodimus bzw. Hot Rod ja quasi drauf hat. Ziemlich cool. Und kommen wir einfach mal zur Verwandlung in den Autobot-Modus. Heute mal umgekehrt, weil auch so die Figuren natürlich in der Verpackung sind. Einmal die Hände reinklappen, die Arme gerade, damit hinten hier diese kleinen Packs in die Ellenbogen einrasten können. Anschließend drehen wir die Arme nach oben. So. Drehen dann einmal hier das komplette Rückenmodul einmal nach hinten rum. Winkeln es ein wenig an, damit wir die Flügel einmal frei rumdrehen können. Drehen die so nach oben. Hier bitte aufpassen. Die Flügel müssen genau hier oben mit diesem Zwischenstück bündig abschließen. So. Als Richtwert könnt ihr hier nochmal gucken, dass hier alles bündig abschließt. So, anschließend dreht ihr hier die Füße einmal komplett rum, dass die Rückleuchten quasi zutage kommen. Auch hier sehr cool, dass die bemalt sind. Gefällt mir. Anschließend, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, dreht ihr hier oben diese Seitenpanels einmal zur Seite, drückt die einmal komplett nach oben, damit ihr dann den Fuß einmal so nach unten anwinkeln könnt. Das gleiche einmal hier, einmal zur Seite drehen, so, und den Fuß in diese L-förmige Position bringen. So. Anschließend sind hier hinten diese kleinen Packs, die drückt ihr hier oben einmal in die Rückseite rein. Dann dreht ihr die Türen nach innen. So. Anschließend dreht ihr einmal das seitlich erstmal nach unten. Drückt die Reifen hier hinein. Belasst diese Klappen jetzt erst einmal so. Drückt jetzt dieses komplette Teil nach unten. Passt bitte hier auf. Hier sind diese kleinen Packs außen. Wie gesagt, durch die bemalte Fläche aufpassen, dass ihr nicht zu sehr an diesen kompletten Rückmodulen kratzt, sonst ist die Farbe schnell ab. Am besten dreht ihr es hier so ein bisschen zur Seite, dreht es dann nach unten und drückt es so zusammen. Dann ist alles hier unten quasi, ihr seht selbst, die Packs gehen in die Füße rein. Anschließend dreht ihr diese Arme, wenn die so nach oben bei euch zeigen. Bitte aufpassen, nicht so, sonst habt ihr gleich ein Problem. Dreht jetzt einfach die komplette Motorhaube mit samt Kopf. Einmal, passt bitte auf, dass auch der Kopf gerade ist. So nach oben. Und die Motorhaube davor. Wie ihr seht, der Kopf ist hier leicht zu sehen und verstaut. Und jetzt anschließend einfach die Arme hier vorne hineindrücken. Erst einmal nur hier oben leicht. So. Und anschließend hier ebenso hineindrücken. So. So, ganz große Warnung bei dieser Figur. Ihr könnt jetzt zum Schluss noch das runterklappen, dann ist es fertig verwandelt effektiv. Ganz große Warnung. Hier oben sind die Kugelgelenke von den Schultern drin. Diese Kugelgelenke haben bei mir ein ganz großes Manko. Ihr habt es gerade schon gesehen, hier sind kleine Bruchstellen. Bei fast jedem meiner Kumpels, die ich gefragt habe, sind diese Bruchstellen
vorhanden. Auch hier. Ganz leicht hier unten sichtbar. Bitte dort echt aufpassen, sonst brecht ihr euch dieses komplette Gelenk kaputt und das war's mit eurer Figur. Am besten macht ihr es so, ihr nehmt dieses Kugelgelenk hier einmal komplett heraus und klebt es einmal mit zwei Komponentenkleber oder mit Plastikkleber hier einmal zu, drückt es fest zusammen und drückt dann das Kugelgelenk wieder hier rein. Dann ist diese Schwachstelle quasi komplett beseitigt und ihr werdet längere Zeit glücklich mit eurer Figur sein. Da, so allerdings, wette ich mit, werdet ihr irgendwann euch tierisch ärgern. Ich werde mir zwei Komponentenkleber holen. Dieser zwei Komponentenkleber bzw. der Plastikkleber schweißt diese Stelle richtig miteinander so zusammen, dass nicht wie bei Sekundenkleber kleine Kristalle quasi dieses Plastik zusammenhalten, sondern wirklich, dass der Plastik angeschmolzen wird und dieses Teil komplett zusammenhält. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, ansonsten werdet ihr echt Probleme haben. So, anschließend könnt ihr die Waffe, wenn ihr sie verwandt habt, hier unten anbringen. Und es sieht aus, als wenn er hier quasi seinen Turbo-Modus quasi loszündet. So, die Figur einmal zur Seite. Und jetzt einmal Cyclonus verwandeln. Einmal den Targetmeister abnehmen. Die Verwandlung ist genauso identisch wie mit der anderen Figur. Also das heißt, wie mit der Einzelfigur. Einmal die Flügel nach außen klappen. Hier oben befestigen. Das gleiche macht er einmal hier. Einmal dann hier oben einrasten lassen. So, die Schultern einmal voneinander von dem Körper lösen. Die Arme einmal so drehen, die Hände reinwinkeln und hier hineinschieben. So, jetzt könnt ihr es hier miteinander verbinden. Das geht natürlich bei dieser Version jetzt hier verdammt schwer. So. Ich sehe auch gerade diese Version, ich hatte die ja vorher noch nie ausgepackt, sie hat hier überall lose Schrauben. Das heißt, hier einmal die Schrauben festziehen, damit diese Komponenten besser ineinander greifen. So, das gleiche hier noch einmal. Rumdrehen und nach oben schieben und die Flügel hier oben einrasten. Ach ja, das ist in komischer Weise bei dieser Figur hier, bei dieser Version sehr, 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 sehr schwer. Ich vermute mal, diese Lackierung der Flügel ist einfach viel zu dick aufgetragen, dass dadurch die Plastikkomponenten nicht richtig ineinander greifen. So, anschließend hier die Knie lösen, vorsichtig, so, das gleiche hier noch einmal, einmal, zweimal, quasi, ja, dass er vier Beine quasi hat, einmal lösen, geht ein bisschen schwieriger, deswegen bitte vorsichtig sein. Hey, es sieht aus, sehe ich gerade wie so eine Art Pegasus-Modus, ja, so, anschließend den Kopf einmal herumdrehen. Dann einmal dieses ganze Teil hier aufklappen. Die Spitze des Flugzeuges herausholen. So. Einmal so herumklappen. Und die Spitze einmal nach außen ziehen. Oh Mann. Ich sag euch, bei dieser Figur ist alles deutlich schwerer als bei der Einzelfigur. So, jetzt einmal die Füße so zusammenklappen, einmal hier hinten rein und einmal die Füße nach hinten, dann hier einmal dieses ganze Teil rumdrehen, hier ebenso, die Flügel noch einmal rumdrehen, hier auch, dann einmal hier miteinander verbinden. Ja, ich habe recht. Es ist deutlich schwieriger als bei der Einzelversion. So, und schon haben wir Cyclonus in der Jet-Version für das Double Pack. Ja, auch hier könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, das Fahrgestell einmal ausklappen. Auch hier unten an den Füßen. Das ist definitiv identisch geblieben. So, hatte hier diese kleinen Räder hier und schon könnt ihr Cyclonus das Ganze mal hinstellen. Auch hier der Targetmaster lässt sich hier oben befestigen.
So. So. Und natürlich als kleines Goodie wird hier noch die Matrix of Leadership in komplett Metall mitgeliefert. Sehr, sehr nice, gefällt mir. Auf beiden Seiten identisch. Und was ich sehr nice finde, wenn ihr es zu Hause habt, habt zum Beispiel eine Kette mit zwei Ösen, könnt ihr hier diese an der Kette befestigen, was ich ziemlich nice finde. Gefällt mir. Denn die Figuren können diese Matrix of Leadership nicht in die Hand nehmen, was sehr, 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 sehr schade ist. Aber hier, wie gesagt, als Kettenanhänger eine geile Idee. Gefällt mir. Also es ist wirklich ein Kettenanhänger. Wirklich. Das könnt ihr mir glauben. Ziemlich geil. Ja, das ist, wie gesagt, Rodimus und Cyclonus im Doppelpack. Momentan habe ich Glück gehabt, wie gesagt, für 30 Euro habe ich dieses Set bei Müller bekommen. Und mit dem, was wie gesagt mit dabei ist, einfach nur ein Knüller und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr euch fragt, wieso ich hier keine Bewertung mit zugegeben habe zu diesen Figuren, sage ich euch gleich, weil die Figuren Cyclonus jetzt schon, später auch Rodimus, bei mir in den Einzelbewertungen der Einzelfiguren auch mit erhältlich sein wird. Ich kann hier zu diesem Set nur die Bemalung beurteilen. Sie gefällt mir sehr gut. Zum Comic-Look absolut super spitze, gefällt mir. Nur das Einzige, was mir an diesen Figuren nicht gefällt, ist die Farbe, die genommen wurde, weil sie sehr leicht abblättert und nicht hält. Man hat einfach hier die alten Designs genommen und einfach überlackiert. Fehler. Hätte man besser machen können. Einfach die Figuren, oder besser gesagt die Gussformen benutzen und dort einfach nur andere Plastikmaterialien in Sachen Farbe benutzen. Ja, schon wäre alles besser gewesen, aber mal wieder hat Hasbro hier gespart. Nichts Neues. Gut, okay. Ansonsten, wie gesagt, super Figuren. Gefällt mir. Ja, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Euer Rexford.